Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, mein Name ist Rogo und ich habe mir was Neues überlegt. Ich nehme euch mit. Meine Leistung, die ich bis jetzt erreicht habe, so Kraftleistung, zum Beispiel Schrägbankdrücken von... Hast du wegen einer Monika geschafft? Von 20... Hast du wegen einer Monika geschafft? Ich habe mit sowas natürlich... Ich habe mit sowas natürlich nichts zu tun, wir sind alles Naturalveganer, ihr wisst. Zum Beispiel von 20 Kilo auf 60 Kilo Kurzhantel in der Schrägbank. Von 80 auf 200 Kilo Kniebeugen, da nehme ich euch mit, wie ich das gemacht habe und sowas. Und das seht ihr jetzt in dem Video, fangen wir mit der Schrägbank an. Also Schrägbankdrücken. Ja, würde ich sagen, let's go, Action. So, wir machen es ein bisschen warm, ein bisschen Blut in die Muskulatur bringen, in die Brust. Und dann gehen wir auch gleich zu Kurzhanteln. Dann fahren wir wieder weg. So Leute, wir fangen jetzt an an der Schrägbank. Wir machen es jetzt noch leicht warm mit leichtem Gewicht. Ich habe zu Anfang viel mit freien Gewichten trainiert und viel an der Multipresse. Mache ich eigentlich heute immer noch. Ab und zu mal auch an der Langhantel freie Dings hier. Wie heißt das? Freies Bankdrücken, nicht an der Multipresse. So. Hat bis jetzt immer gut geklappt, aber ich fühle mich sicherer, also wegen Verletzungsgefahr finde ich es sicherer, an der Multipresse das zu machen. Deswegen, wir machen uns jetzt einfach warm und ballern einfach los. Ich hab ein bisschen Schmerz. Das tut hier weh. Ich weiß gar nicht, von was. Man muss ja aufpassen, vordere Schulter oder Bizepssehne, was wehtun kann, ne? Bizepssehne, ne? Ja. Was tut weh? Nee, wenn das weh tut, ist es auf jeden Fall schlecht. Jetzt. Scheiße. Also alles noch easy. Langsam kommt Blut rein. Ist gut. So, jetzt wieder für meinen Kanal. Wir fangen jetzt an, ein bisschen das Gewicht zu steigern. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen, also gut warm. Wir nehmen jetzt, was nehmen wir hier? 37,5. Die gehen noch leicht. Und dann werden wir uns weiterhin steigern. Heute. Ja. Ja, heute ist schwer. Die sind schwer, ne? Ja, ich merke das. Ja. Ja. Na, egal. Das ist so. Ich sag dir aber auch warum. Weil wir unseren Ding tun. Ja. Ich sag dir warum. Ja. Wann haben wir mal mit der Übung als erstes angefangen? Noch nie. Ja. Das Problem ist, wenn wir da schon so viel Gewicht machen, kommen die einen leichter vor. Stimmt. Ja. Wenn da 200 Kilo drauf ist, dann sind die 60er für mich. Ja. Stimmt. Aber jetzt denkst du dir, boah, ja, Alter, boah, die sind schwer. Kopf, ja. Normalerweise nehmen wir das als zweite Übung, heute als erste. Damit ich noch ein bisschen Power habe. Ja, wegen dir. Wegen mir. Aber das kriegen wir heute alles hin. Man darf so nicht verletzen, das ist wichtig. Aber so ein kleines Rezept gibt es dazu nicht. Das ist, glaube ich, die Kraft hier beim Brusttraining, das Genetik. Entweder hat man da viel Kraft oder wenig. Da ich immer mit diesen Heilwand zusammen trainiere, denke ich mal 60 Kilo, er macht damit ja Cardio, der macht es ja irgendwie locker warm mit. Da denke ich mir mal, das ist nicht viel, aber das ist sehr viel. Also wenn andere dann wieder herkommen und dann die 60er in die Hand nehmen, dann sehe ich immer, wie sie sich alle einscheißen. Ne? Und er spielt halt mit den Dingern. Ich noch nicht, weil ich scheiße mich noch mehr ein als alle anderen, aber ich schaffe das auch. Wir haben jeweils beide eine Zahl abgegeben, wie viel du heute machst. Enttäuscht mich nicht. Ehrlich, hab ich dir nichts? Ja. Wie viel, was hast du gesagt? Sag ich noch nicht. Hinterher ist es ein Druck. Ja, ich weiß, wie viel er gesagt hat. Er hat gesagt, ich schaffe die 60er dreimal zu drücken. Ich sag nichts. Das ist dein Rekord.
Ey, mein Rekord war, als ich sie das erste Mal geschafft habe, habe ich sie, glaube ich, 5 oder 6 Mal gedrückt. Ohne Spaß. Aber das habe ich auch bis jetzt nur einmal geschafft. Sonst immer so 2, 3 Mal. Also ich kann sagen, ich lieg höher. Ich echt? Hab mehr gehört. Bobby, Alter, Bobby macht schon wieder alles hoch, Alter. Bobby macht so, auch hier bei den Übungen, sind Bandagen wichtig für die Gelenke. Ihr wisst, ich habe immer sehr starke Handgelenkschmerzen immer gehabt am Anfang. Und Ellbogenbandagen nehme ich jetzt auch mal um, weil das Gewicht immer mehr wird. Und es ist irgendwann sehr anstrengend. Man merkt es in den Ellbogen. Und die Hälften hier, die habe ich natürlich von Erdem geklaut, wie auch sonst immer. Handgelenksbandagen. Die haben mir immer sehr gut geholfen. Ich habe meine verloren. Ich habe die hier vergessen, einer hat die geklaut. Jetzt müsste ich immer die von Erde nehmen. Wir nehmen jetzt 45er, das wird jetzt schon anstrengend. Gewichten, also was ich bis jetzt so erreicht habe, wie viel Gewicht ich jetzt drücken kann und sowas, kommt, weil ich viele Nachrichten immer auf Instagram bekomme, dass ich krank viel Power bekommen habe. Ich selber kann das immer gar nicht so nachvollziehen, weil ich trainiere immer mit Erdem und sehe keinen anderen Bodybuilder. Ich weiß nicht, wie viel Kraft die anderen haben. Und deswegen komme ich mir eigentlich immer noch sehr schwach vor und andere sagen dann zu mir mal, boah, das ist krass, wie stark du schon bist. Und deswegen mache ich das. Das ist krank. Oder jetzt vor einem Jahr 20er gemacht. Ey. Boah, wie viele waren das, Bobby? 10 oder 11, ne? Ich weiß nicht. Ich hab 7 gesagt. Ich hab 7 gesagt. Was hat er gesagt? 5, 6. Krass, ich hab euch alle gepickt. Krass. Da hat der Alex 10 Stück weggeklatscht. Seht ihr auf deinem Kanal. Wir machen jetzt Kurzhantel drücken, Flachbank. Wir wechseln uns ab. Manchmal Kurzhantel, manchmal Flachbank. Heute machen wir Flachbank. Kurzhantel. Ja? Ich denke, also meine Brust ist extrem aufgebaut. Ich denke, nur 10 Stück sind drin. Nicht von der Kraft her, aber vom Pump her. Weil einer hat gleich Spruch geschrieben. Bei so viel Stoff kriegst du sogar vom Joghurt umrühren einen Pump. Let's go! So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir haben die 60er weggehauen. Nächste Woche ist schon das nächste Video gedreht. Da gibt es die Kniebeugen. Könnt ihr gespannt sein. Lasst ein Like da. Oder like das Video so. Ey Digga, ich komme jedes Mal durcheinander. Ne? Like das Video, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, kommentiert in die Kommentare. Schreibt was rein. Würde mich freuen, ihr wisst, danke für euren Support, für eure Unterstützung, alles. Ihr seid die Besten, haut rein und nächste Woche geht's ab. Ciao.